Grüezi und herzlich willkommen zum Börsentag vom Freitag am 29. Januar. Zu Gast ist der Fredi Herbert, Cash-Guru. Wir haben den ersten Börsentag im Jahr 2016. Es war ein turbulenter Börsenauftakt gewesen. Was haben Sie gemacht, wo die Börse so, die Kurse so gesunken sind? Ja, ich bin natürlich seit Monaten bin ich ja schwach gestimmt für China und in dem Fall war es in meinem Sinn gewesen. Also ich hatte einen guten Wochenstart oder Jahresstart gehabt und für die Anleger ist es ja besser, dass gerade anfangs Jahr recht regnen und schiffen, dann wissen sie, woran sie sind. Und jetzt schauen wir weiter. Jetzt haben wir den SMI, können wir anschauen auf dem Chart. Der ist mit über minus 5%, der ist einmal unter die 8000er Grenze gesunken. Was lesen Sie aus dem heraus, wenn Sie das anschauen? Als Chart ist, sehe ich natürlich, dass er probiert zu bödeln. Dass das aber noch wird, auch noch mühsam sein und das passt ins allgemeine Bild hinein, wo wir sicher noch darauf zurückkommen. Das heisst, ist im Schweizer Markt ein bisschen der Moment zum Einsteigen jetzt? Also? Ich glaube, die langfristig operieren, sicher, dass man hier da etwas kaufen kann und dann weiter schauen. Man muss einfach einen langen Schnauf haben und man muss die Optik auf ein paar Jahre haben. Und dann muss man solche Sachen, die angebeutelt sind und Sinn macht, sicher anfangen anschauen. Sie denn, können Sie sich vorstellen, dass der SMI wieder ein bisschen Richtung 9'000, 9'500 geht? Also meinen Sie, wir näher bei 8'000 als... Also im Moment ist eher ein Fieberkauf, der negativ ist und runtergeht ein bisschen. Ich würde sagen, wir müssen schon zuerst bödeln einmal und richtig Volumen haben. Vielleicht muss noch eine sogenannte Auskotze dann auch sein. Aber man probiert hier schon das Gleichgewicht zu haben. Man tut sich auch abnabeln von Amerika, hat man gesehen, vor allem von China. Das heisst, dass die Situation hier besser ist oder, wie ich kann sagen, weniger schlecht. Sie haben jetzt Amerika erwähnt, man könnte auf dem Chart Dow Jones anschauen, es ist eine ähnliche Situation, auch da. Wir haben auch viele andere ausländische Märkte, die gesunken sind, der DAX minus 8, London noch viel schlechter wegen der Rohstoff. Sie haben China erwähnt, tun Sie mal China ein bisschen deuten, was dort Ihrer Meinung gelaufen ist? Ich glaube, dass die von grossen Problemen weiterstehen. Ich sehe auch, dass die Regierung in Peking eigentlich überrascht ist von der Börse in dem Sinn. Es ist klar, zuerst mal, dass die kommunistischen Ideale oder Dogmen nicht übertragen werden können auf die kapitalistische System. Sie sind dort in Hammer gelaufen und das muss verdaut werden. Zudem machen sie den Übergang von der Industrieproduktion auf den Binnenmarkt und das ist ein längerer Prozess. Und ich bin der Meinung, ich bin ja erst gerade in China gesehen, ich bin der Meinung, dass das noch nicht andauern. Also die Interventionen oder am Devisenmarkt durch die Notenbank, sind die eher positiv oder eher negativ, Ihrer Meinung? Ich glaube, die wissen selber nicht, wie es genau geht. Sie haben ihre Währung wollen an Dupri einfach als eine Weltwährung etablieren und sind natürlich prompt in den Hammer reingelaufen. Und wir müssen zuerst auch hier ihren Weg finden. Und das ist für die jetzt, ich würde sagen, ein schmerzlicher, aber notwendiger Lernprozess. Und wir können eigentlich da mehr oder weniger nur zuschauen. Wir haben jetzt den Dow Jones gesehen, ausländische Märkte, wie ich gesagt habe, die sind noch deutlicher gesunken als der SMI. Also ist es eigentlich fast besser, man bleibt als Anleger in Aktien in der Schweiz. Das ist eindeutig meine Meinung auch weiterhin, obwohl der Franken eher ein bisschen schwächer werden könnte, aber das ist wieder günstig für uns. Ich glaube auch, dass wir in der Schweiz weiterhin gut beraten sind, wenn die Anleger den Schwerpunkt auch drauf legen. Erstens kennen wir unser eigenes Heimspiel und zweitens hat sich die Industrie und auch die anderen Dienstleistungsfirmen haben sich anfangs sehr können bewähren in einem tiefen Euro auch. Und jetzt ist der Franken nicht mehr die Fluchtwährung per se, also im fernen Osten gar nicht mehr, sondern die Leute stürzen sich eher auf den Dollar und vom Dollar jetzt sogar auf den Euro. Und das ist natürlich für uns ein Segen für die Nationalbank und ein Segen für die Industrie. Also wir haben eher ein bisschen Entspannung. Das ist auch der Grund, warum eigentlich der Schweizer Index, der Smiley, immer probiert, sich zu heben und hochzugehen und ein Einzelzügel zu machen. Und er wird sicher hier jetzt konsolidieren. Also die 1.10 Franken, die wir jetzt fast haben im Euro-Franken-Kurs, Sie glauben, dass das eher bleibt oder sogar noch den Franken könnte sich abschwächen? Ich glaube eher, dass der 1.10 jetzt tut sich zuerst konsolidieren. Das ist natürlich schon wirklich ein Segen. Und ich glaube, dass man dann sich eher noch leicht verbessern wird, weil der Franken auf der Gegenseite
nicht mehr die grosse Fluchtwährung ist, wird sich hier eigentlich ein bisschen erholen. Es ist auch das Problem des Euro und dort ist die EZB, wenn natürlich der Mario Draghi wieder den Hahn aufmacht und uns seine x Milliarden auf dem Erde gießt, dann müssen wir wieder ein bisschen schwimmen. Aber wir sind schon auf einem höheren Niveau und ich weiss, dass bei der Nationalbank das grosse Aufschnaufen schon stattgefunden hat. Jetzt am Schweizer Markt haben wir auch wieder viele Neuigkeiten von den Unternehmen. Jetzt haben wir schon diese Woche die Pharmabranche gehabt, Roche, Novartis. Die sind beide von den Zahlen her so ein bisschen wechselhaft beurteilt worden. Was ist Ihre Einschätzung zu den beiden grossen Pharmaaktien? Ja, ich tue eigentlich immer noch die Lonza mit Ihnen als kleinere in schweizerischer Pharma, ins Benchmarking Ihnen auch. Ich bin überzeugt, dass Novartis noch schön gegen die Wellen ankämpfen muss. Die haben zwei Sachen, Produkte in Amerika, die nicht so läuft, das Herzprodukt. Haben sie gemeint, es gäbe einen Blockbuster und jetzt ist mehr nur ein Buster, es läuft überhaupt nicht. Und in der Augensache, in der Alkohol, da haben sie erstens einmal seinerzeit teuer eingekauft und zweitens die Reorganisation und Streamlining auf Novartis hin, das ist noch ein schwerer Brocken. Und darum ist es nicht so gut gegangen und darum werden sie auch das Jahr noch wie die Velofahrer und Wacker müssen strampeln. Roche hingegen bin ich eher beeindruckt, dass die in guten Zeiten geht es ihnen sehr gut, in schlechten Zeiten geht es ihnen nicht schlecht. Also das ist die ideale Sache. Und man kann nicht vergessen, sie haben zum 29. Mal Dividenden erhöht, wenn auch nur bescheiden. Also so ein Track Record spricht dafür, dass man sich langfristig dort machen kann. Und das Dritte ist, es hat einen Haufen Fonds und Hedges, die Benchmarking machen, die wollen so einen Teil Pharma-Anteil haben. Und wenn sie jetzt von dem Novartis rausgehen, wenn sie zufrieden sind, müssen sie zwangsmässig Roche kaufen, uns oder andere auch im Benchmarking. Also ist das ein Sagen. Der Druck auf Novartis wird anhalten und die Nachfrage auf Roche wird, nachdem die Enttäuschungsverkäufe durch sind, wird eher anhalten. Also Roche durchaus die besser verbietenden. Also auf die nächsten 12, 24 Monate raus, sicher mein klarer Favorit. Jetzt in der nächsten Woche haben wir weitere Zahlen. Da kommen drei Banken, Julius Baer, UBS und Credit Suisse. Auch grosse Titel im SMI. Sie sind ja bekannt, dass Sie Bankenaktien nicht so favorisieren, aber vielleicht können Sie gleich einen kleinen Ausblick oder eine kleine Einschätzung geben. Was? Nein, wir sind zwei Jahre und mit Erfolg gegen Bankenaktien gesehen. Und ich sehe wenig, dass ich die Einstellung ändern muss. Im Gegenteil, die haben wieder neue Sorgen bekommen. Wenn sie sehen, die Deutsche Bank, wenn ein Ausweis kommt, ist Milliardenverluste. Und deutsch gesagt, es rudern alle im gleichen Boot. Und die Schweizer, die haben wieder neue Bussen auf sie fällig werden, Umstrukturierung. Und der neue Mann beim Credit Suisse hat auch noch nicht viel gesagt und noch weniger gemacht. Also es steht noch ein Haufen bevor. Und darum bin ich eigentlich neutral bis negativ. Aber du bist wieder generell ein bisschen besser beurteilt. Weniger schlecht. Weniger schlecht. Gut. Jetzt sind die Tijan Thiam noch erwähnt, der neue, oder mittlerweile seit einigen Monaten amtierende Credit Suisse-Chef. Glauben Sie, er kann sich durchsetzen? Oder glauben Sie, dass es dort auch gleich zum Wechsel kommt? Es ist sicher nicht so leicht, wie er es sich vorgestellt hat. Und sind dann umdisponieren, ich sage nicht aufräumen, geht auch viel länger, als er gemeint hat. Und ich weiß nicht, wie hoch der Grad der Akzeptanz dort ist. Auf jeden Fall, der Weg bleibt steinig und das Ende der Wüste ist auch noch nicht in Sicht. Ein steiniger Weg hat auch Zurich hinter sich. Eine Aktie, die viele Leute interessiert, die wegen der Dividenden auch für viele Leute interessant ist. Der Kurs selber, wir haben es auf einem Chart. Ist deutlich gesunken, eben im Zug von Problemen mit dem Schadensgeschäft, mit dem gescheiterten Kauf in Großbritannien. Jetzt ist Sie kurz unter Mario Greco, neuer Konzernchef. Glauben Sie, dass bei Zurich eine Entspannung eintritt und man vielleicht auch wieder ein bessere Kurs können erwarten? Also, Sie haben ja alle Versicherung, ein schlechtes Versicherungsjahr gehabt, müssen sich auch ein bisschen neu positionieren. Also ich will nicht sagen, ein Seuchendruck, aber sie haben sicher für die nächsten Monate recht viel Sorgen. Dass jetzt Zürich einen neuen Chef hat, das finde ich ganz gut. Erstens gilt er als grosser Profi. Und er ist schon lange bei der Zürich gewesen, jahrelang. Er kennt den Laden in- und raus. Und ist für einen Italiener erstaunlich dynamisch und sehr zielorientiert. Also ich habe ihn schon kennengelernt. Ich habe das Gefühl, wenn es einer bügeln kann, ist es er.
wird natürlich in der Zwischenzeit noch ein bisschen Leidensopfer geben. Ich kann auch ja Dividenden kürzen und sagen, ich fange mit einem tieferen Punkt an oder so. Mit dem müssen wir rechnen. Aber ich glaube, dass die langfristige Ertragskraft der Zürich sicher da ist. Das Fundament ist breit. Also Dividendenkürzung empfindlich oder nur ein bisschen? Oder was? Ja, das kann man nicht sagen. Das, die Entscheidungen die fallen dann willkürlich und im letzten Moment und in anderen Gremien. Ich könnte höchstens eine wilde Voraussage machen, das ist nicht meine Art. Wir haben dann Februar, März durch, wo jetzt kommt, noch weitere sehr viele Unternehmensnews. Die Unternehmen sind dann die Zeit, wenn sie ihre Jahresbilanzen vorlegen. Wie sehen Sie so generell die Verfassung von der Schweizer Unternehmenslandschaft? Ja, man sieht jetzt eindeutig, dass 2015 eigentlich ein Moment war, wo die Firmen die Hosen runterlassen und zeigen, dass der Going is tough. Also wegen Franken? Oder? Wegen Franken vor allem, ja. Und auch der internationalen Lage. Und da sieht man das schon, das muss zuerst verdaut werden. Man sieht auch dann dort, wo es Firmen hat, die das relativ gut überdaut haben. Die werden auch die Ersten sein, die wieder aufstehen. Und die muss man schauen. Und das ist sicher der Moment, wo man jetzt auch die Portfolio eigentlich qualitativ noch ein bisschen verbessern kann. Follow the leaders. Ja. Besten Dank für die Einschätzungen. Das war es vom Börsentag vom Januar, nach einem turbulenten Jahresstart. Mal schauen, was weiter passiert. Bis dann. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal.